Ich glaube, das waren interessante Einlassungen. Er sprach von Sollbruchstellen. Ich verstehe das so, dass er schon hier eklatante Mängel und Probleme zugegeben hat. Die wurden auch deutlich in der Vernehmung, die wir davor hatten. Es wird jetzt darum gehen, diese Sollbruchstellen zu identifizieren. Was passierte in den Jahren 2005, was 2008? Was 2013, jeweils gab es gravierende Hinweise auf Probleme und innerhalb des BND ist nichts passiert. Man muss zu den systematischen oder strukturellen Überprüfungen, auf die sich der Präsident jetzt beruft, sagen, dass sie also auf jeden Fall nicht auf seine Veranlassung hin passiert sind und er noch nicht mal Kenntnis von ihnen hatte. Also insofern auch da gibt es massive Probleme. Und in Verknüpfung mit der Aussage des Zeugen Pauland vorher frage ich mich, wie es sein kann, dass im Jahr 2013 nach den Snowden-Veröffentlichungen keine systematische Prüfung stattgefunden hat. Eines wird langsam deutlich. Ich habe den Eindruck, dass innerhalb des Bundesnachrichtendienstes die Organisationsmängel sich darin fortsetzen, dass keiner wirklich die Verantwortung übernehmen möchte. Es beginnt hier im Ausschuss ein schwarzer Peter-Spiel. Der schwarze Peter wird wechselseitig den handelnden Personen zugeschoben. Ich hoffe sehr, dass die weitere Vernehmung des BND-Präsidenten Schindler hier zur Klärung beitragen wird. Denn er hat in seiner ersten Einlassung tatsächlich auch entsprechende Defizite schon aufgezeigt und hat deutlich gemacht, wo er Handlungsbedarf sieht. Wir werden jedoch gleichwohl die Frage klären müssen, wie über einen längeren Zeitraum auch in seiner Amtszeit es möglich war, dass diese Defizite auch nicht ausgehend von den Snowden-Veröffentlichungen, ausgehend von der Tatsache, dass es einen Untersuchungsausschuss zu diesem Thema gibt, dass diese Themen nicht aktiv aufgeklärt worden sind, unabhängig von der Frage, wer hat wem wann was Bescheid gegeben. Eine Feststellung ist jetzt schon zu treffen. Die Kooperation zwischen der NSA und dem BND war vollkommen unkontrolliert. Die Verantwortungsebene, ob das Abteilungsleiter oder BND-Präsident sind, haben nicht gewusst, was tatsächlich in Bad Aibling passiert, welche Selektoren durch die USA bereitgestellt werden, welche Daten an die NSA geliefert werden. Und eines ist auch deutlich für uns, es fehlt offenbar auch in dieser Ebene jegliches technisches Verständnis, was es heißt, wenn man heute Internetverkehre massenhaft, sei es am Kabel oder sei es auf anderen Wegen, erfasst. Das ist tatsächlich ein Organisationsverschulden. Das ist keine Bagatelle oder Petitesse, die jetzt einfach nachzuholen ist, für die man sich vor dem Ausschuss dann entschuldigen kann. Und die Sache ist damit geregelt. Herr Schindler hat seine heutige Darstellung damit begonnen, dass er Verantwortung übernimmt. Er muss dies jetzt auch tun, denn es ist nach seiner eigenen Aussage und nach den Zeugen, die wir in den letzten Tagen gehört haben, so gewesen, dass nach den Veröffentlichungen von Edward Snowden im Sommer 2013, insbesondere im Juli und August 2013, die Bundesregierung seinerzeit und auch der Bundesnachrichtendienst die Bevölkerung, das Parlament und die Abgeordneten falsch informiert hat. Wenn damals Herr Schindler und der Bundesnachrichtendienst und die Spitze des Bundesnachrichtendienstes und das Bundeskanzleramt das getan hätten, was sie hätten tun sollen, bevor sie eine solche Auskunft geben, dann hätten sie seinerzeit diese Auskunft nicht gegeben, weil sie hätten rausbekommen, was dann ja eine Unterabteilung später selbstständig rausbekommen hat, dass das sehr wohl richtig war, dass an diesen Erklärungen aus den Papieren von Edward Snowden, dass nicht nur was dran war, sondern dass das die Wahrheit gewesen ist und sie hätten nicht seinerzeit mindestens grob fahrlässig die Bevölkerung und das Parlament falsch informiert.